So, da sind wir wieder. Genau, ich hau erstmal meine E-Zigarette gerade um. So, ich habe ja gesagt am Ende der letzten Folge, ich habe schon eine Idee, wie ich das machen werde. Das mache ich jetzt auch, weil ich habe da so eine Idee, um halt den Zug ein bisschen so auszubremsen. Irgendwie hier noch so was, kurz vor Ende so was einzubauen. Dass wir dann irgendwie hier so eine Kurve rechts rumkriegen, dass wir dann von hier aus zurückkommen. Irgendwie sowas habe ich mir da gedacht. Muss ich halt nur mal gucken, ob es sowas gibt, dass irgendwie gerade reinfährst und dann nach links, links rauskommst. Irgendwie sowas. Muss ich nur mal kurz gucken. Nee, das würde nicht gehen. Das. Und sowas würde auch gehen. Sowas. Boah, das sieht auch schon wieder zu groß aus, ne? Müssen wir halt mal eben kurz gucken. Da müssen wir halt mal kurz gucken, ob das gehen würde. Mal gucken. Weil so haben wir nämlich im Wesentlichen längere Fahrt zurück. Und das ist dann halt sehr gut. Ich weiß nicht, wo der Zug gerade ist. Ach, da oben ist er. Hui. Gut, dass der Zug natürlich gerade aus den Schienen rausgeflogen ist, aber klar. Ach, Nase juckte. Gucken wir nochmal. Spaß. Spaß sieht sehr gut aus. Der Nervenkitzel ist zu hoch. Müssen wir mal. Sind die da zu schnell oder was? Was sagt denn die Geschwindigkeit da? Geschwindigkeit ist nicht. Ja, doch. Ziemlich heftig. Geschwindigkeit ist da ziemlich heftig. 120 Sachen ist ein bisschen zu heftig. Ich muss mal die Heatmaps ausmachen. Ich sehe sonst nichts. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen zu heftig. Jetzt muss ich aber husten. Machen wir das doch einfach direkt durch den Park. Gehen wir direkt durch den Park. Wieso? Ach so, ja, der geht automatisch gerade hoch. Damit der nicht irgendwie hier in die Quere kommt. So, jetzt können wir aber noch was einbauen. Was bauen wir denn mal? Wir haben so viele Sachen hier. So viele Möglichkeiten. So viel. Was ist denn hier? Wow. Holy fucking shit, ey. Dachten die in die andere Richtung dafür? Könnte man eigentlich da durchjagen? Und dann zurück. Gucken wir doch mal. Test starten, bitte. Gucken wir mal, ob es klappt. Ich bin gespannt. Wenn da jetzt hier nur so mit zwei, ja, so 30, 40 Sachen rauskommt, dann kann man da noch kurz die Blockaden einbauen und dann auch schon fertig. Da kommt er gerade so eben durch. Ui, da hat er kurz gegangen. Spaß. Ah gut, der ist jetzt nicht da sonderlich hoch. Der Nervenkitzel ist ziemlich niedrig da, aber das geht schon. Übelkeit sieht auch noch sehr gut aus. Ist hier ein bisschen hoch. Sonst sieht eigentlich so weit ganz gut aus. So. Was heißt das denn jetzt hier? Was heißen die Zeichen denn? Ich habe keine Ahnung, was die Zeichen gerade hier heißen.
Wir lassen einfach mal einen Test durchlaufen. Obwohl, warte, stopp. Wir lassen normale Geschwindigkeiten und setzen uns selber rein. So, und einmal der Test. Cool. Wie es ist. Ich bin gespannt. Jetzt gehst du erstmal nach oben. Mein Stuhl will mitreden. Und die Fahrt nach oben dauert natürlich ein bisschen länger. Dafür ist die Achterbahn auch ein bisschen länger. Ich muss mal gucken, ob man irgendwie die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen kann hier vorne, dass das ein bisschen zügiger nach oben geht. Das würde erreichen mit 10, 11 km/h nach oben. Das wäre völlig legitim. Ich muss meine Maus rausnehmen. Da kommt der Sturzflug, da kommt der Sturzflug. Gut, das ist so der Sturzflug, ne? Es geht los! Das schnellste, ne? 70 Sachen schon. Ist eigentlich okay. Scheiße, da kämpft er sich durch, da kämpft er sich durch. Boah, mit 6 Kamer. Alles im grünen Bereich. Wir können die Achterbahn eröffnen. So wie sie ist, können wir sie öffnen. Sehr gut. Eröffnen. Ladies and Gentlemen, die Achterbahn ist eröffnet. Trauen Sie sich. Ich hoffe, da geht jetzt jemand drauf. Die hat wahrscheinlich scheiße viel Geld gekostet, die Achterbahn. Kann ich eigentlich noch abrufen, wie viel die gekostet hat? 16.000 hat sie uns gekostet. Zumindest schätze ich mal, ne, dass sie so... Oh, da kommen die ersten Gäste, da kommen die ersten Gäste. Ich will nämlich wenigstens noch wissen... Ich weiß, wir haben eigentlich normalerweise die Welt gerade hier schon fertig. Ich will aber trotzdem wenigstens wissen, wie die Bewertung von den Leuten ist. Incomplicoaster heißt er gerade noch. Die Leute müssen jetzt gerade immer warten. Das ist natürlich scheiße, ne? Die Leute immer warten müssen, bis der nächste Zug kommt. Wagen und Züge können nicht bearbeitet werden, während das Fahrgeschäft geöffnet ist. Alter. Die Leute stürmen gerade da aber ran. Beim letzten Mal ist da nie eine Sau hingegangen und jetzt stürmen sie dahin. Jetzt wollen sie alle dahin. Mal kurz so. Kurz raus. Mit Blockbrink so versehen. So. Zwei. Ja, mit zwei Zügen kommen. Ja, tut mir leid, ich muss da gerade nochmal machen. Ich will wissen, ob das mit zwei Zügen jetzt funktioniert. Das muss jetzt wenigstens sein. Wieso startet gerade der Test nicht? Test starten. Ah, jetzt startet er. Ah, okay, der Zug fährt dann rein. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt einmal kurz den Test durchlaufen lassen. Nochmals. Aber so funktioniert er mit dem Blockierbremsen. Alles klar. So läuft der Hase.
So läuft der Hase. So, und jetzt darf sie wieder eröffnet werden. Jetzt haben wir nämlich zwei Züge drauf. Jetzt können mehr Leute mitfahren. Das ist ein bisschen besser. Dann sind die Einnahmenquellen auch nämlich ja, doppelt so hoch ungefähr. Bei zwei Züge doppelt so viel. Im theoretischen Sinne. Praktischen Sinne, keine Ahnung. Und jetzt, guck mal, kaum wir eröffnet schon, stürmen die Leute direkt wieder ran. Ich will fahren, jetzt sofort, los, lass mich jetzt, jetzt, ich will, ja, ja, komm, komm, ja. Klang jetzt irgendwie ziemlich nervtötend. Profit im letzten Monat, $340 schon. Oh. Eine Fahrt oder zwei Fahrten, $340. Was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn ich mittendrin, während die fahren, einfach stoppe? Fallen die dann unten, sind sie tot? Normalerweise müsste ich doch eigentlich locker mehr Züge draufsetzen können. Keine Ahnung. Und die Warteschlange ist schon wieder so voll. Eine Zug müsste jetzt gleich ankommen. Da braucht man nämlich das hier eigentlich gar nicht, weil die Abschnitte sind so hoch. Das haut eigentlich komplett ohne Probleme hin. Diese Park ist ein Schnäppchen. Achterbahn ist ein Schnäppchen, Kollege. Schnäppchen, sagst du? Schnäppchen? Fick dich! So. Ich will mit... Ja, Inkomplikosa klingt scheiße. The Incredible Master Coaster. Ich will mit dem Incredible Master Coaster fahren. So lange warte ich. Ja, tut mir leid. Ich kann aber nichts dagegen machen, wenn er zu voll ist. Ich kann aber auch die Zuganzahl nicht höher setzen. Ist schon auf Maximum gesetzt. Wir warten auch immer jetzt. Wo war das? Voll besetzt. Maximale Wartezeit setzen wir auf 180. Und Minimum Wartezeit gibt es nicht. Ein Premium Pass und so, da weiß ich jetzt nicht wirklich, wie man damit hantiert. Das. Schwupp. Da sind sie im Zug reingefahren. Aber finde ich gut, dass ich meine erste Achterbahn hingekriegt habe. Looping zum American Car Arrow. What? Ja, tut mir leid, dass die Warteschlange so lang ist. Kann ich nichts gegen machen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wenn der Zug reinfährt, ob der dann wirklich wartet, bis der voll ist. Da kommen die Leute auch schon wieder. Da sitzt nämlich eine Person nicht. Ansonsten war der voll besetzt. Sah gut aus. Ey, und die fette Tussi steigt da jetzt... Steigt hinten immer nur eine Person dann ein. Das finde ich scheiße. Komm, steig ein. Du solltest warten, bis er voll besetzt ist. Steigt da hinten gleich wieder nur eine Person ein. Warum steigt hinten immer nur eine Person ein? Gefällt mir gar nicht. Ja gut, ist mir ja auch gerade egal. Der Coaster funktioniert und das ist das Wichtigste für mich. Schleudertraum hatte ein technisches Problem. Okay. Ja, eine Premium-Warteschlange werden wir irgendwann mal bauen. Weil wir haben jetzt noch keine Premium-Pässe. Aber sieht gut aus. Profit im letzten Monat $1000 allein durch die Achterbahn hier. Allein dadurch schon $1000. Farben. Ach, wir können jetzt sogar noch die Farben ändern. Wie das? Komplett? Ich mache nochmal komplett schwarz. Ich will nur mal testen. Gut, ist jetzt natürlich gerade semi-gut bei Dunkelheit, ne?
Weil sieht aus, dass die Farben jetzt noch geändert sind. Wagenfarbe machen wir rot. 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 Und nochmal rot. Ich finde schwarz-rot eine geile Kombination einfach. So also sieht man nämlich ganz gut die Wagen hier drauf. Rot, da sieht man da. Hat man schon aus dem Augenblick gesehen. Da kommt er wieder. Boah, die Achterbahn scheint echt ein Erfolg zu sein. Ich sollte meinen eigenen Freizeitpark bauen. Ich setze am Moviepark außer Gefecht. So gut wie es hier läuft. Was sagt denn unsere Finanzen? Parkverwaltung, $500 minus nehmen wir ein, aber hast immer nur minus. Wir könnten jetzt locker noch Angestellte reinziehen. Profit nehmen wir $2000 momentan ein. 2400. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Ach, bin ich zufrieden. Meine erste Achterbahn, oder zumindest meine dritte Achterbahn ist es ja, hat geklappt. Funktioniert. Und somit hätten wir den Park nämlich dann auch vollständig. Den speichern wir jetzt mal so ab. Park speichern. Hier sieht man auch, da Let's Play habe ich eigentlich. Da überschreibe ich jetzt. Ich bin gerade überlegen. Hey, lohnt sich das jetzt gerade noch? Nein! Meine Einnahmequelle! Nein! Egal. So. Beenden und zum Hauptmenü. Wir gehen dann und gehen jetzt direkt in die nächste Welt rein. Wir haben noch 3 Minuten, haben wir ja Zeit. Da kriegen wir hin. Dann gehen wir in die nächste Welt rein. Prinzessin Amelies Märchen. Der Großbaum. Dann bin ich so ein bisschen an Sims. Man sagt, dass dieser Baum das Herz der Welt ist. Kannst du Mutter Natur deinen Respekt beweisen und einen ökologisch einwandfreien Ziehenpark und einen riesigen Baum herum aufbauen? Oh, wirst du den Wald für schönen Profit verkaufen und so viel wie nur möglich aus der Sackgründung der Umwelt herauspressen? Wir pressen so viel wie möglich heraus. Ich will jetzt gerade überlegen. Nein, ich mache ein neues. Ich mache ein neues Szenario. Szenario, nicht Szenario, Szenario, so. Ich habe nämlich auch festgestellt, bevor es losgeht, einmal pausieren, weil sonst haben wir haben hier nichts drin, kein gar nichts, alles weg. Die Coaster, hier im Planet Coaster, bringen massig Geld ein. Deswegen werde ich das jetzt auch machen. Ich werde jetzt ein Darlehen aufnehmen von 10.000. Und dann können wir auch unseren ersten Coaster einsetzen, weil wir haben auch hier nur 2% Zinsen. Das geht also völlig klar. Und dann, wenn wir eine Achterbahn haben, die bringt so hohe Einnahmen. Ich hatte das beim letzten Mal, wo ich diese Welt angefangen habe, habe ich knapp $1000 verdient und habe mit $1500 zurückgezahlt. Nur durch diesen einen Coaster habe ich so extrem hohe Einnahmen gehabt. Und das ist kein Scherz. Deswegen Darlehen aufnehmen. Wir setzen halt auch erstmal das Limit runter auf 500. Werden wir sehen, wir verdienen genug Geld. Dann können wir das weiter zurückzahlen. Aber machen das wirklich ganz gemächlich, weil $500 geht eigentlich noch zurückzuzahlen. Ich glaube, dich hatte ich gebaut, ne? Genau. Den hatte ich hier gebaut. Ich bin jetzt gerade. Ach nee, warte. So muss ich ihn ja bauen. Weil hier sind die Eingänge. Hier sind die Eingänge und Ausgänge. Deswegen setzen wir hier hin. Da einmal den Eingang und da den Ausgang. Und dann bauen wir eben den Weg. Und dann beende ich nämlich die Aufnahme auch schon. Wie war da nochmal Weg verlängern? Scheiße, ich weiß ja gerade gar nicht mehr. Fuck, wie war das mit Weg verlängern? Ziele, Hilfe. Da, ach. Weg anheben, absenken.
Weg anheben, bob, 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 Höhe ansetzen, Länge verringern. Akut. Da. Kann man nämlich eine Länge. So ist es ein bisschen nämlich einfacher, einen Weg zu bauen. Weil das reicht ja schon. Echt, das war, glaube ich, der Boden hier, ne? Genau, der Boden ist es. Akut. So. Und direkt zurück weg. So. Haben wir nämlich schon mal das. Und so. Ich beende jetzt die Aufnahme an der Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster wieder, wenn wir unseren vierten Park mittlerweile aufbauen. Bis dahin. Tschüss.